Ich habe für 24 Stunden den Unbekannten ausspioniert. Als Timmy und ich auf den Unbekannten gestoßen sind, hat er uns mit Geschenken sein Vertrauen geben wollen. Bei Timmy hat es auch gut geklappt, aber ich war sehr misstrauisch. Und als Reini bei mir war, hat er sich sehr komisch verhalten. Hey! Reini! What's up, du Chicken Wing? Mit der Nase hier, Alter. Nimm erstmal deine Nase aus dem Mund, was willst du? Bro, weißt du, wen ich gesehen habe? Ach, hier habe ich's. Warte, einen Moment bitte. Was ist da drin? Was ist da drin? Hey! Ich wollte nur gucken. Guck dir das mal an. Ich bin jetzt dein Bruder. Ja, du hast jetzt einen Schnabel. Von wem ist denn der Kopf, Mann? Bro, du bist komplett kaputt, ey, ehrlich. Wie? Du bist kaputt. Ey, du gackerst dir rum, Alter. Ja, so. Sorry, das passiert alle 15 Minuten. Wer kommt er? Alle 15 Minuten spawnst du nun? Entschuldigung. Ich mach das normalerweise in meinem Nest, aber jetzt ist okay. Nee! Ganz ehrlich. Ich hab übel Hunger, kannst du mir das geben? Warte mal. So. Nichts gibt's. Ich muss auch wieder los, ne? War schön mit dir zu reden. Was bist du denn jetzt so? Hey, Leute. Ich flieg dem hinterher. Erst hat er große Klappe und auf einmal verhält er sich so komisch. Nee, da stimmt was nicht. Da stimmt irgendwas nicht. Was macht der hier in der Wasserkriegerbase? Hä? Moment mal. Was? Das ist doch der Unbekannte. Was macht der da mit Reini? Wo fliegen die jetzt hin? Moment mal, ich muss da näher hin. Ich muss da hin. Hör ich da was? Los. Ich höre die. Ich bin ehrlich, ich habe mich versucht, ein bisschen gut zu stellen mit Timmy als Unbekannter. Ja. Und ich habe mir gedacht, okay. Ich muss herausfinden, wie stark er ist. Also bin ich zu ihm gegangen, habe ihm ein paar Geschenke gemacht, ein paar Smaragde, ein bisschen das. Und habe ihn dann gefragt, ob wir ein freundschaftliches 1 gegen 1 machen können. Ja, er will mich unbedingt bei sich haben, aber ich habe ihm nie darauf geantwortet. Ich habe ihm gesagt, hey, ich bin kein Typ, der so 0 aus 15 Dinger macht. Wenn ich gefragt werden will, dann will ich das in einer großen Zeremonie machen. Und da kommt mein Plan. Ich habe es geschafft im Kampf, ich habe Stärketränke, ich habe Schwächetränke gegen ihn geschmissen. Ich habe wirklich alles gemacht und habe ihn gehauen, habe ihm Kombos gegeben, ich habe Kombos auswendig gelernt. Ja. Ey, Leute. Ich habe aber gemerkt, dass er halt teilweise low das war. Das ist gerade passiert. Wir haben den Unbekannten eigentlich respektiert. Ihr habt es in meiner letzten Folge gesehen. Sicher, dass er nicht gelogen hat? Ich bin mir sicher. Weil er die ganze Zeit essen musste. Der ist einfach ein Verbündeter von dem Bizeps-Bruder von Reini und so. Er hatte keine Hose an. Er hatte Diamantstiefel. Ich wusste es. Seine Ausrüstung ist von dem Wasserkrieger. Nur Netherite-Brust. Deswegen sind die auch hier. Was ist, wenn ich ihm eine TNT-Falle, eine Enderkristall-Falle stelle. Oh. Wenn Timmy so eine Falle stellen, was? Schlag. Und wenn wir es dann schaffen, ihn einmal zu killen, dann kann man sich um den Rest des Alpha-Clans kümmern. Safe. Und deswegen wollte ich die Zeremonie morgen machen. Ich werde ihm dort eine Falle stellen. So meinst du? Die Zeremonie? Ja, ich verstehe. Und du brauchst meine Hilfe. Hä? Oh mein Gott! Haben wir die Freiheit genommen, ein Gespräch zu belauschen. Tobi ist da. Natürlich, du hast jedes Gespräch. Ich muss ganz ehrlich sein. Auch mir liegt Timmy nicht besonders. Ich habe ein kleines Problem. Was? Ich bin etwas größenwahnsinnig geworden. Okay. Deshalb, um mich bei eurem Plan zu unterstützen, eine kleine Hilfe von mir. Was gibt er denn da? Soll ich jetzt damit? Tobi steckt da mit darin? Was geht denn jetzt auf einmal ab? Aber sollte ich hier weg, weil Tobi ist da, der sieht ja eigentlich alles. Das genau an. Hast du zwei davon? Ja. Achso. Oh mein Gott. Tobi steckt da einfach mit denen unter einer Decke? Bei mir auch. Warte mal. Das ist One-Shot. Bro, das ist definitiver One-Shot. Warte mal. Was reden die da? Ich habe eine Idee für morgen. Ich glaube, die haben diese One-Shot-Rakete bekommen. Für die Vorbereitung und so, okay? Bro, okay, wir machen das. Alles klar, mach's gut. Okay, oh mein Gott. Ich bin weiter. Ey, haut der jetzt ab? Ja, okay. Okay, er geht. Der Unbekannte ist weg. Hä? Ey! Reini, du hast nichts gesehen! Okay, ich tauche einfach ab. Das funktioniert ja nicht immer. Oh mein Gott. Ich glaube, ich bin nicht losgeworden. Das muss ich unbedingt Timmy berichten. Weißt, dass du hier bist. Was hast du gehört? Ich sag nichts. Ich hab genug gehört!
Okay, ich glaube, ich bin losgeworden. Ich muss sofort zum Alpha Tower. Schnell. Ich konnte nicht glauben, was ich da sah. Tobi steckt mit dem Unbekannten und Rhino unter einer Decke. Ich musste sofort Timmy davon berichten, aber ich wusste, dass er mir nicht glauben wird. Ey, dass da Tobi einfach mit drin steckt. Das heißt, der Unbekannte ist nur da, um Timmy zu vernichten. Wenn ich das richtig verstanden habe. Ey, Timmy, bist du da? Timmy, bist du da? Wo bist du? Timmy! Was ist los? Hey, Mann, ich wollte gerade schlafen, Junge. Timmy, es ist wirklich schrecklich. Ich habe den... Ich habe Rhino gerade verfolgt. Der hat was nämlich... Was bist du da? Warum? Okay, achso, okay. Ja, sehr gut, gut, ja. Ey, ich muss mich kurz beruhigen. Okay, pass auf. Rhino ist hierher gekommen, hat mir irgendeinen Kopf gezeigt von Ente war das. Ja, keine Ahnung, der da so gebabbelt hat. Und Rhino hat sich dann ganz komisch verhalten. Er ist dann losgeflogen zu Wasserkrieger-Base. Und was habe ich dann gesehen? Er hat sich mit dem Unbekannten getroffen. Ja, okay, und jetzt? Was haben die da gequatscht? Sag mal ehrlich. Ich habe sie dann belauscht und der Unbekannte hat vor, dir eine Falle zu stellen. Er will dich stürzen und das Allerschlimmste dabei, ich weiß, das klingt jetzt alles verrückt, das Allerschlimmste dabei ist, Tobi ist auf deren Seite und hat denen einen Raketen, also so ein Feuerwerk gegeben. Der, glaube ich, richtig stark ist. Nein, ich meine das ernst, du musst mir glauben. Junge, dich haben sie doch aus dem Hühnerstall rausgelassen. Nein, der will dich bei der Zeremonie eine Falle stellen. Junge, du bist doch größenwahnsinnig geworden. Du bist so neidisch auf ihn. Nein, sowas machen, ey? Der hat uns hier Smart gegeben und so. Warum soll er so einen Blödsinn machen? Genau deswegen, dass du ihm vertraust. Ich hab ihm doch auch vertraut. Wahnsinn, Junge. Der gehört zu uns. Das ist einer von uns. Da gibt's halt eine Zeremonie. Du bist so neidisch, dass er nicht so stark, dass du nicht so stark bist wie der. Timmy, wirklich, wirklich. Ich will nicht deine Fähigkeiten und deine Kraft in Frage stellen. Aber morgen in der Zeremonie sei bitte einfach vorsichtig. Ach, was da passiert da, Bro? Sag mal ehrlich, du hast doch irgendeinen Horrorfilm oder irgendeinen George Clooney-Film geschaut, wo du denkst, dass da irgendwas Krasses passiert. Ja, passiert nichts, Junge. Ich weiß nicht, wie ich dich überzeugen soll. Niemand kann den Alpha unheilbar sein. Und wenn ich sage, der ist cool und koscher, dann ist er koscher, Junge. Ja, du hast ja auch soweit recht, ehrlich. Ja, siehst du, deswegen vielleicht hast du einfach nur was Falsches gesehen oder so. Morgen bei der Zeremonie, wirklich. Ja. Was soll da sein? Ich werd die alle Augen und Ohren offen halten. Ja, das kannst du machen, das musst du auch machen. Aber hör auf, was zu unterstellen, Mann. Der Unbekannte ist ein Crimix, ey. Der wird sowas nicht machen. Das weiß jeder, Alter. Selbst bei mir die ganzen Kommentare sagen dir, es ist ein Crimix. Ja, aber es sind keine richtigen Kommentare. Das stimmt alles nicht. Das ist wirklich ein Böser. Alter, hör auf, meine Community anzugreifen, Junge. Ansonsten ich hab ihn, ey. Ich hab ihn ohne Stimmverzerrer gehört. Ich habe nur seine Stimme nicht erkannt. Auf einmal hast du ihn ohne Stimme. Es war auf jeden Fall nicht ein Crimex. Warte. Das ist Santa Claus, ist das und der Osterhase, ja. Nein, Timmy, nein. Du darfst es wirklich nicht unterschätzen. Ja, wer soll es denn sein? Ich habe seine Stimme nicht erkannt, trotz ohne Stimmverzerrer nicht. Ich weiß ja nicht, wer das ist. Du kommst zu mir her, sagst mir, das ist nicht ein Crimex, das ist irgendein Böser, der zusammen mit dem Admin irgendwas vorhat. Richtig. Ja, Rhino steckt auch da unter Decke. Richtig. Die wollen da irgendwas machen mit irgendwie Feuerwerksraketen, hast du gesagt. Sonst irgendein Quatsch. Ich glaub dir gar nichts, ey. Aber wieso nicht? Ich habe bis jetzt allen deinen Befehlen Gehorsam geleistet. Ja, dann solltest du vielleicht mal richtig zuhören, ey. Der ist einer von uns, Mann. Wir werden das morgen bei der Zeremonie sehen. Ja, Timmy. Wir werden das morgen sehen und ich werde richtig liegen, so wie immer, Alter. Wenn du richtig liegst, dann darfst du mich töten und meinen Kopf nehmen. Nein. Wenn ich richtig liege... Dann kann ich eine Entensuppe machen. Ja, richtig, mach alles. Aber wenn ich richtig liege, dann will ich zu deiner rechten Hand werden. Ich habe die rechte Hand noch nicht erteilt. Das wäre dann... Das heißt, der Platz ist noch offen und wenn du wirklich richtig liegen solltest, solltest du wirklich... mehr sehen als ich und wirklich das gesehen haben, dass die was geplant haben, um mir die Information schon vorab gegeben zu haben und ich Nein gesagt haben, dann sollte auf jeden Fall was Krasses bei dir passieren. Ja, das stimmt. Aber ich glaube dir nicht. Wir werden morgen sehen. Ja, wir werden morgen sehen, so dass ich immer recht habe. Heute ist der zweite Tag, das bedeutet, wir haben die Zeremonie. Und wie ich ja erfahren habe, ist Tobi auf der Seite von dem Unbekannten. Und der Unbekannte möchte Timmy stürzen, beziehungsweise Rhino ja auch. Wo seid ihr? Timmy, wir sind drin, wo bist du? Da seid ihr schon. Wartet ihr schon auf mich, oder was? Ja, heute ist der große Tag der Zeremonie, aber wie gesagt... Ist so. Vorsicht, Vorsicht! Heute in den Alpha-Clan! Vorsicht!
Was für Vorsicht, Junge, du sagst schon seit gestern. Ja. Da wird nichts passieren, weil es auch so ist, ich kann es euch auch nochmal sagen. Der Unbekannte hat vor, Timmy anzugreifen und eine Falle zu stellen. Nein, das würde der niemals tun. Guck mal, wie sympathisch du kennst den Unbekannten nicht mal. Warum bist du jetzt schon auf seiner Seite? Freunde, ich hab den schon mal gesehen. Der hat sich wirklich verändert, ja. Den Unbekannten hast du gesehen. Ja, der war. Und wer ist der Unbekannte? Icrymix, stimmt? Weiß ich doch nicht, Alter. Das war sein. Du hast gar keinen Plan. Es ist auf jeden Fall nicht Icrymix. Ich habe seine Stimme gehört, aber ich konnte sie auch nicht identifizieren. Vielleicht hat er einen Stimmverzerrer. Ja, er hat ja einen an, aber als er mit Reini geredet hatte, hat er ihn ausgemacht. Es war auf jeden Fall nicht Icrymix. Wir haben noch Netherite. Okay. Wer ist denn alles noch von unserem Clan da, Alter? Wir sind nur zu dritt, oder wie? Mal, da fehlen ja noch welche. Ja. Wo ist Alpha-Steinchen? Wo sind die alle? Da fehlen richtig viele Alpha-Steinchen und so. Wir müssen bei der Zeremonie zeigen, wie stark wir sind. Ja, wir müssen Präsenz zeigen, ey. Ja, aber wir sind gerade voll wenige. Weißt du, wie eindrucksvoll das kommt, wenn wir zu acht dahinlaufen? Das wäre schon krass. Und Leute, ich sag euch ehrlich, der Unbekannte, ne? Der ist richtig stark. Ich habe gegen den gekämpft, ey, PvP. Und der hat's auf jeden Fall drauf. So viel kann ich sagen. Ich bin Zeuge. Wir sind der Alpha-Clan. Wir können ihn trotzdem besiegen. Ich bin Zeuge. Also wirklich. Er ist echt krass. Ach so, ja dann. Na, siehst du? Keiner kann uns. Du bist ja so oder so der Stärkste. Ich meine. Ja, guck ihn einfach sein Bizeps an, Mann, Digga. Wer ist das jetzt eigentlich, dieser Unbekannte da? Das ist ein Crymix, Mann. Deswegen bin ich ja so gehypt. Der kommt zu uns in Clan heute. Yeah. Weil guck mal, Crymix hat mir auch meine Netherite-Rüstung wiedergegeben, als er sich hier als Alpha-Stein ausgegeben hat. Weißt du? Hä? Wollen wir angegriffen? Oh, was ist los? Wer war das? Bist du ein Spion oder warum greifst du uns von hinten an? Ich glaube, das war Pista. Nein, hier ist doch gar nichts. Achso, ja, Fall. Okay, weiter. Ich glaube, Boyle ist verrückt. Auf jeden Fall ist Icrymix 100% der Unbekannte, ey. Wirklich? Ja, Mann, das heißt, wir haben Icrymix in unserem Team. Aber ihr müsst wirklich vorsichtig sein, der will eine Falle stellen. Ich weiß, du glaubst es mir nicht, Timmy, aber ich hab's mit eigenen Ohren und Augen gehört und gesehen. Ja, deine Hühneraugen sehen doch nicht mehr links und rechts, Alter. Ihr werdet schon sehen. Wir hatten einen Deal deswegen gemacht. Selbst der mit der Maske hören besser schauen, Alter, wo er nicht mehr was sieht, was vor sich ist. Hä? Ich geb dir meine Fleischbeinchen. Leute, ich werde mal schauen, ob die irgendwo sind, ja? Ihr könnt ja auch ein bisschen rumfliegen und gucken, wo die sind, Ausschau halten. Ich guck mal im Alpha Town nach. Alles. Mal schauen, ich hab wirklich Sorge, wie das jetzt ausgehen wird, weil die wollen uns eben diese Falle stellen. Wer hat das denn hier hingebaut? Weil es macht nämlich einfach keinen Sinn. Ich weiß auch gar nicht, wo die Zeremonie abhalten wollen. Aber was glaubt ihr eigentlich, wer der Unbekannte ist? Und meint ihr, dass der sich heute auf jeden Fall zeigen wird? Also wer er wirklich ist? Ich bin da super gespannt. Hey Jungs, was macht ihr? Ihr solltet doch eigentlich gucken. Was da drin los? Was macht ihr denn hier? Ihr solltet doch gucken gehen. Ja, ist wir haben so. Geguckt, ob wir welche sind, so im Keller oder da, so. Alles muss man selber machen, Mann. Wir haben alles abgecheckt. Niemand ist hier. Wir haben gebaut, Alter. Ja. Ganz toll. Das hier alles gebaut, ich war in Alpha Town, da war einfach niemand. Wo wollen die denn die Zeremonie überhaupt abhalten? Kommt uns jemand abholen? Das weiß ich noch nicht. Aber er hat nichts gesagt. Raketen. Ja. Dankeschön. Oh, okay. Hier, bitteschön. Oh. Hier, mehr kriegt ihr aber nicht, Alter, weil ihr seid unabhängig. Beule! Kann man seinen Kopf irgendwie abbauen oder ja, warte, so? Wir brauchen einen Pisten dafür. Warte mal, wie macht man denn nochmal einen Kolben? Seine Sachen gebe ich ihm natürlich. Tu ich schon Moment, mal Moment. Ich brauche einen Eisenbarren. Ja, das können wir doch nicht tun, Mann. Nein, dein Kopf, ey, chill, wir wollen deinen Kopf. Beruhig dich. Wir wollen deinen Kopf haben, ja, warte. Mach meinen Kopf weg, Alter. Nein, mach. Ja, so, ja, hier. Ich hol kurz einen Eisenbarren. Yeah! Wo ist der Kopf? Hier steht heute die Zeremonie an, oder was? Oh! Der Unbekannte, hallo. Hallo, Kiro. Ey, den kenn ich doch. Du warst doch mal auf mein Haus. Ach so, ja, das ist Lupio und Beule müsste das, glaube ich, sein. Das sind auch hier Leute vom Alpha-Clan. Hm. Richtig. Und wir haben uns alle gern. Beule. Ah, freut mich. Timmy. Ja. Wäre es möglich, mit dir hier drin unter vier Augen zu reden? Na klar, du bist doch ein Kollege von mir. Mit dir rede ich gern. Ja, hier drin. Leute, ich komme gleich wieder, ja? Macht euch keine Sorgen. Okay. Timmy, du weißt. Wir können hier irgendwo reden. Mann, jetzt mach hier nicht so einen Hackmack, Mann. Das ist Icrymix. Chill mal ein bisschen. Was geht, Icrymix? Wenn ihr Sorgen habt, dass ich ihn irgendwie angreifen würde, ich geb dir meine Waffen. Danke, alles gut, aber okay, dann bleib ich kurz. Das ist nicht gut. Was reden die da? Das ist nicht gut. Der will dir meine Falle stellen. Ich hab das gehört. Was ist das? Ich hab die belauscht. Ich hab nämlich Reini verfolgt und dann der Unbekannte hat mit Reini geredet über eine Falle und Tobi ist auf deren Seite. Also, kein Scheiß jetzt. Egal, musst du auch mitmachen. Und Timmy, glaub mir nicht, ich hab's nämlich Timmy gestern noch erzählt. Und
Der glaubt mir nicht. Ich kann leider nicht mitfighten. Guck mal meine Rüstung an. Ja, ja. Wir müssen nicht fighten. Wir müssen einfach nur gucken, wenn diese Falle gestellt wird, dass wir Timmy so früh wie möglich waren und sofort abhauen. Ja, aber wann kommt die Falle denn? Ich weiß nicht, die haben von einer Obsidianfalle geredet, aber die haben auch so einen Feuerwerkskörper bekommen. Ich glaube, so einen richtig krassen. So stark. Wer kommt da? Hallo, wer belauscht uns? Wer ist da? Ey, wer ist das? Du hast doch auch gerade gehört, oder? Wer war das? Da war irgendwer. Ich glaub, das sagt ihr wohl, ne? Das ist ganz immer belauscht. Ich sag ja, guck mal, irgendwas stimmt hier nicht. Ist irgendwo unter der Timmy! Ja? Wir wurden gerade, glaube ich, belauscht. Wir haben draußen jemanden gehört. Ja. Ich weiß nicht. Warte. Ich glaube, wir sollten. Wenn ihr reden wollt, dann glaube ich nochmal woanders. Ach was, glaube ich nicht. Ich rede ganz normal mit ihm. Da passiert doch nichts. Ihr macht euch viel zu viel im Kopf, ey. Außerdem hat er gerade mir gesagt, dass er die ganzen Taten von damals verstehen kann und dass er ein Ehrenmann ist. Oh. Also, du hast wieder einfach nur Dümpfiff gelabert. Nein. Was machst du da eigentlich? Habe ich etwas verpasst? Ja, Kiro hat irgendwie Angst und so, aber ich finde, der übertreibt einfach seine Lage. Ich mache mir einfach nur Sorgen, ehrlich, weil so nett war noch keiner zu uns. Ja, habt ihr mir einen Grund gegeben, euch nicht nett zu behandeln? Nein, also mein Vertrauen hast du. Naja, du kannst ruhig sagen, was du mir gesagt hast, Kiro, er ist ein Freund von mir. Ich glaube, das würde die Zeremonie vielleicht versauen. Ich will die Zeremonie nicht versauen. Lieber danach. Ja, okay, alles gut. Du weißt ja. Ich glaub meinen Freunden. Ja, alles gut. Nein, wir können auf jeden Fall die Zeremonie machen. Ich freue mich richtig drauf, Unbekannter. Nun, ich habe mir ein paar Sachen überlegt. Timmy glaubt ihn einfach. Das kann's doch nicht sein. Er hat ihn so um den Finger gewickelt. Ey, das geht nicht. Das geht nicht. Ja, Mann, das passt richtig gut. Oder wir können die Zeremonie dort feiern, wo Feinde von dir eigentlich waren und sie damit disrespekten. Boah, das wäre auch krass. Was sagt ihr, Leute? Ihr dürft mit abstimmen. Ich würde sagen, das Letzte, was er gesagt hat. Da, wo die Feinde waren? Ja. Alles, was du sagst, Timmy, finde ich auch gut. Oh, du bist voll der Mitläufer, Alter. Und du, Beule? Ich bin auch ein Mitläufer. Ach, Mann. Okay, dann gehen wir dahin, wo die Feinde waren. Nun, dann gibt es zwei Orte. Das kann aber ein extremer Vorteil sein. Das wäre dort, wo Sion diese Trizeps, Junge. Haha, du meinst die Lauchbrüder! Die Lauchbrüder! Ja? Oder? Wir machen das da bei Fisher Island. Machen wir es bei den Lauchbrüdern. Das wird lustig. Ja. Dann zeigen wir Präsenz und Macht, Alter. Ja, das klingt gut. Niemand kann Alpha Clan was. Ist so. Der Alpha und Ei. Ja? Das ist ziemlich ramponiert da bei denen. Dort ist doch ein Unheil passiert. Da ist ein Unheil passiert, das stimmt, aber vielleicht können wir das Unheil von da wegkriegen, wenn wir was Gutes machen, verstehst du? Indem wir ein weiteres Teammitglied aufnehmen. Ich habe tatsächlich gedacht, dass bei diesen, wie hast du sie genannt, Wasser-Toilettenloser? Toilettenloser, ja, die Toiletten-Klo-Wasser-Brüder. Die Toilettenbrüder. Ja. Die Toilettenkrieger. Okay. Das Ding ist, das ist noch alles erhalten. Ja. Dann können wir die damit wirklich ein Zeichen setzen, dass du der Mächtigste bist von allen. Ja, Mann, dann nehmen wir das auch ein, Leute. Wir übernehmen die ganze YouTuber-Insel. Ja. Yeah. Okay, lass uns da hingehen. Freunde, genau da hat er sich doch mit Reini getroffen. Los, folgt uns, Leute. Es geht los. Ja, es geht los. Boah, es wird so krass, Leute. Kiro, was los? Warum bist du so traurig, ey? Ganz kurz. Ja, geht weg. Ja, was ist denn? Ich will noch ganz kurz mit dir reden. Nur ganz kurz, wir kommen danach, Du kannst schon mal vor. Hat, glaube ich, eine weiche Blase oder so, da muss kurz mit mir quatschen. Ein Problem. Also, was ist los, Mann? Da, bei der Wasserkrieger-Base, haben sich Reini und der Unbekannte getroffen. Wenn sie eine Falle stellen, dann ist es da der perfekte Ort. Oh, genau. Ja, genau. Ich glaube auf jeden Fall jetzt. Weißt du was, Kiro? Mir reicht's langsam mit dir. Die ganze Zeit suchst du mir so einen Pfad. Suchst du mir irgendeinen Schmutz machen, ey, zwischen meinen Plänen, ey. Es reicht mir langsam. Nein, Timmy, du musst mir glauben. Du musst mir einfach glauben. Ich komm ich mit! Ich glaub doch nicht jemanden, der ein linker Zeigefinger ist, Alter! Ich werde alles beobachten! Komm mal mit! Ja, Snoopy! Kiro, du bleibst da hinten, verstanden? Bleib mal da hinten, ey! Okay. Ey, Timmy! Ja, Snoopy, ja.
Wolle, was sagst du dazu? Gar nichts. Okay, finde ich auch. Kiro will einfach nur den Platz einnehmen vor Unbekannten, weil er weiß, er könnte die rechte Hand von mir werden, weißt du? Deswegen. Sag, dass du ihn verraten willst. Chickenkopf, Larry, ey. Ist so. So, Leute, ey, genug gequatscht. Wir gehen jetzt darüber, ey. Ja, okay, let's go. Keine andere Wahl, Junge. Haben die anderen eigentlich auch Elytren? Ja, komm du mit dem Boot hinterher. Ja, komm du mit dem Boot. Sind ja die Toilettenkrieger. Auf geht's zu den Toilettenwasserkrieger! Ja, das wird so in die Hose gehen, Leute, ehrlich. Das ist richtig schlimm. Die haben dazu 100% eine Falle gebaut. Ey, ich hab grad eine richtig krasse Idee. Weißt du, welche Unbekannter? Welche? So, du weißt ja, diese ganzen Wasserkrieger sind ja eigentlich Klokrieger, stimmt's? Und ja. Das Ding ist, ich würde da so eine. Ich würde es feiern, wenn da so eine riesen Toilette einfach hier ist. So eine Skibidi-Toilette. Skibidi-Toilette! Ja, Mann! Man sieht ja echt cool aus. In die Mitte reintun. Ja, in die Mitte, ey. Das wäre richtig krass. Ich guck mal in der Gegend, ob ich irgendwo Rhiney sehe, weil der ist nämlich auch auf dem Server. Der ist bestimmt hier irgendwo. Ich wässere Kia, Alter. Ja. Also hier kann man auf jeden Fall nicht abgehört werden. Das finde ich schon mal gut. Hier ist alles offen. Ja. Hier kann man sehen, wenn jemand kommt. Das stimmt, das stimmt. Wollt ihr hier stehen oder wollen wir uns hinsetzen? Dort ist auch alles offen. Ja, wir können das hier im Offenen machen, wenn du möchtest. Kein Problem. Alles klar, gerne. So, nice. Timmy. Ja? Du bist ein Mann. Oh Gott, es geht los. Der, egal Mann. Wie viele gegen ihn standen. Das stimmt. Ich habe ein ganz und gutes Gefühl, Freunde. Überzeugungen. So sieht's aus. Irgendwer. Jemand, der sich nicht unterdrücken lassen hat von der Masse. Ja. Was redet er da? Du bist jemand, der egal... Ob jemand dich für gut oder für böse hält. Was redet der Unbekannte da? Treu geblieben. Hört zu, Leute, das ist iCrimex, der über mich so redet. Ja. Ich bin nicht iCrimex. Oh, gleich werden wir es herausfinden, wer er ist, Leute. Spannend. Timmy. Ja? Ja? Ich habe mir geschworen, der Macht zu folgen. Ist so! Die größte Macht auf der YouTuber-Insel. Als Person bist nur du. Ja, Mann! Deswegen sag ich hier, ich, sowohl als auch die anderen. Warte. Und dann passierte es. Deswegen sag ich hier, ich, sowohl als auch die anderen, können volle Überzeugung sagen. Nein! Nein, ich wusste es! Wie schnell ging das denn? Oh! Ey, Rhiney! Ihr seid so ekelhaft! Oh mein Gott! Wer bist du? Ah. Wer ist das? Wer sind hier alle, Mann? Geh weg von mir, Mann! Du feiges Sau! Ey, die nehmen eure Sachen weg! Nein! Das geht nicht, das geht nicht. Wir müssen dahin, wir müssen das klären. Alter. Ich muss da unbedingt hin, Alter. Das gibt's doch nicht mal. Da sind, ey, ihr könnt nicht unbewaffnet dahin. Da ist Sue, da ist Rhiney, der Unbekannte. Was? Ist mir egal, ist mir egal. Nein, wir schleichen uns an. Und noch irgendjemand ist da, der hat auch gelauscht. Ich will wissen, was da ist. Das ist genau, was ich gemeint habe. Ey, wir kommen hier runter. Ich hab Wassereimer, guck. Ja, mach Wassereimer, okay. Wir wissen, was da abgeht. Genau das meinte ich. Die haben einfach eine Falle gestellt mit diesen Feuerraketen. Psst. Warte, da ist er. Dort sind sie. Hey! Was soll das, Alter? Hey! Bro, hä? Das ist doch Amir, Alter! Ich erkenne seine Namen! Das ist Amir? Rustig! Ja, das ist Rustig, Alter! Hä? Was macht ihr? Was macht ihr denn alle hier? Ja, was denkst du, was ich denn hier mache, Timmy? Glaubst du, ich hab deine ganzen Tatsachen für YouTuber in 1 verpasst, oder was? Junge, du hast mich Arzt zu Tops genommen. Ich dachte, du bist ein Climax, ey. Natürlich hab ich das genommen. Wie ehrenlos. Du Blödmann, Alter. Du wusstest die ganze Zeit, ey. Sue, du steckst auch dahinter. Jungs, dahinter. Bro, das gibt ein Nachspiel. Ich sag euch ehrlich, das wird, ihr werdet Ärger bekommen vom Admin, vom Tobi. Timmy, nein, der steht auf deren Seite, wie ich es dir gesagt habe. Und von wem haben die dann die Raketenwerfer bekommen? Hey, ho! Sue, ich glaub, du spinnst. Hey! Was? Was? Rustig, es ist nicht mehr wie damals. Bro, so kenne ich dich gar nicht. Ich erkenne dich nicht wieder. Mit euch kann man einfach nicht reden und ihr seht euch als gut. Ihr seid nur Feiglinge. Wo bist du? Ich versteck mich, weil ich hab Angst.
Was geht hier ab, Mann? Die haben eine richtige Verschwörung gegen uns gemacht. Ey, wie ehrenlos kann man denn sein? Das gibt aber Rache. Auf einmal das gibt sowas von Rache. Ja, auf einmal kommen die alle, hä? Jetzt auf einmal? Ich check das jetzt nicht. Was haben die hier vor? Seitdem du da bist, kommen die alle wieder. Die haben alle Angst vor dir, Timmy. Ah, die hatten Angst. Ich sag dir ehrlich, Tobi wird jetzt merken, dass die eigentlich richtig Kacke gebaut haben. Wahrscheinlich hat Tobi ihnen das Item gegeben, auf den die wollten mich wieder normalisieren, aber die haben das vollkommen ausgenutzt, Alter. Ja, richtig. Ja. Und Tobi war bei ihnen. Ja. Hör mir zu, ich glaub, du wirst mir jetzt Glauben schenken in dem, was ich sag. Ja, ich glaub dir, Kiro, Alter. Guck mal, Tobi war bei denen in der Toilettenkrieger-Base da. Reini hat ja mit denen geredet. Tobi hat ihnen dann diese Feuerraketen gegeben, diese ultra-starken, und hat gesagt, der Timmy, den mag ich nicht besonders, der hat sich nämlich, der will zu viel Macht, hat er gesagt. Was will der? Das stimmt doch gar nicht, Leute. Sehe ich aus, als wenn ich Macht haben will, oder was? Du hast schon genug. Du bist der Mächtigste überhaupt hier. Ich hab überhaupt nicht genug. Siehst du nicht, dass auf einmal hier wieder ich draufgehen kann und so? Das wird nicht mehr passieren, Alter. Aber du konntest nur draufgehen, weil die unfair gekämpft haben. Junge, die haben richtig unfair gekämpft. 5 gegen 1 und so. Und dann hat Sue seinen OP-Bogen rausgeholt, ey. Das heißt, wir werden jetzt Waffen schmieden, Alter. Wir werden stärker als nie zuvor. Und dann werden wir diese ganzen alten Leute von der YouTuber-Insel fertig machen, Alter. Ja. Der erste auf der Liste ist Amir, Junge. Ja, wir holen uns seinen Kopf. Was? Der kriegt auf jeden Fall ein Payback, Junge. Das kannst du dir sicher sein. Ich habe schon von Anfang an mir so gedacht. Der hatte nämlich diese Toilettenkriegerrüstung und alles drum und dran. Das war... Ja, ich fand das gesehen, alles von Anfang an so komisch schon mit dem. Warte mal. Ist dabei Timmy? Du Ekliger! Du bist ein Verräter, Junge! Russik, du 31er! Nein. Russik ist kein Verräter. Russik ist ein Wasserkrieger. Ein Klonkrieger wird da niemals sein. Jetzt! Hier! Ja! Was war das denn? Fliegt! Geisterkrank, was hier eigentlich abgeht. Aber ich denke mal, das werden wir in der nächsten Folge klären müssen. Wir müssen jetzt erstmal stärker werden, um erst ihnen heimzuzahlen. Deswegen, like, abonnieren würde mich freuen und die Glocke aktivieren.